Hallo John Sinclair-Fans, hier ist wieder Ihren Rolf Hill, auch wieder mit Krümel. Und wir haben euch den neuen John Sinclair-Roman mitgebracht, Band 2371, Liebesnest der Vampirhexen. Geschrieben von Jason Dark, dem Meister der Geister himself, der neue Vampirschocker. Denn Bill Connolly wird zu der Geburtstagsfeier eines Freundes nach Brighton eingeladen und der bekommt eine besondere Überraschung, eine Torte, aus der eine nackte Frau springt. Ja, und es ist keine normale Frau, denn es ist eine Vampirin, die den Freund von Bill Connolly entführt. Der versucht ihn zu retten, hat nicht den ja, gewünschten Erfolg und so muss Bill Connolly John Sinclair zu Hilfe rufen. Und die machen sich sofort auf die Suche und finden eine Spur, die führt sie nämlich wohin? Ganz genau, zum Liebesnest der Vampirhexen. Und dort trifft John Sinclair auf eine alte Bekannte. Wer das ist, das verrate ich an dieser Stelle nicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hallo.